Hallihallo, ich begrüße euch zu TSW3. Heute sind wir mal zu Fuß unterwegs und erkunden ein kleines bisschen einfach mal die Bahnhöfe zu Fuß und starten hier einfach mal in Würzburg und gucken uns ein bisschen um. Es ist 10 Uhr morgens. Wir stehen hier gerade auf Gleis 7 der ICE nach Kiel. Hauptbahnhof fährt in einer Minute ab. Also es ist August von den Bedingungen her und dementsprechend, ja, laufen wir einfach mal hier so ein bisschen die Bahnsteige entlang. Fangen wir, wie gesagt, erstmal in Fulda an, Würzburg an. Hier haben wir den ICE3, der hier rumsteht. Und da natürlich die Frage, kommt jemand von euch aus Würzburg? Kennt sich jemand hier aus in der Gegend und kann beurteilen, wie realistisch das Ganze hier ist? Ich war nur einmal als Fahrgast in Würzburg. Das ist aber auch etwas länger her, deshalb kann ich das nicht so gut beurteilen. Wir sehen hier den RE54 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Da hinten, da fahren die Containergüterzüge ein und aus. Also hier ist ordentlich was los. Der Abschnitt hier ist gesperrt. Wir können mal bis zum Ende des Bahnsteigs laufen und uns mal angucken, was da so unterwegs ist. Wir sehen da eine 185, die da gerade den Containerzug ausfährt. Hier vorne noch eine 185. Da steht eine 146 abgestellt. Ja, also der Blick hier aufs Gleisvorfeld in Richtung Fulda. Blickrichtung. Hier vorne der ICE. Ich würde sagen, laufen wir einmal in die andere Richtung. Ich glaube, der müsste jetzt gleich hier ausfahren, ne? Ja, der fährt ja auch schon tatsächlich aus. So. Das schauen wir uns natürlich mal an. Hatte Ausfahrt mit 60. Restaurant. Herrlich, sehr schön. Das gefällt mir noch sehr gut. Was kommt hier als nächstes? Der ICE nach Hamburg-Altona. Und hier der ICE nach Essen Hauptbahnhof. Haben wir auch im Spiel, ne? Essen Hauptbahnhof kennen wir ja. So, hier die Unterführung von Fulda, wieso sage ich mal Fulda, von Würzburg. Fangen wir einfach mal da hinten an. Und laufen mal hier hoch zu Gleis 11. Abschnitt D bis F, Abschnitt A bis C. Also schön auch hier nach Abschnitten unterteilt. Hier die Güterzüge mit den SGG-MRSS-Wagen. Das müssten, glaube ich, die Gelenktaschenwagen sein, so heißen die, glaube ich. In Fachkreisen. Denke ich zumindest. Ja, also hier haben wir so den Bahnsteig lang gewandert. Da haben wir noch ein bisschen was abgestellt. Da vorne können wir übrigens auch rein. Wir laufen einfach mal jetzt hier drüber. Natürlich bitte niemals nachmachen. Können wir nicht hier irgendwie draufsteigen? Auf der Stufe stehen? Okay, können wir jetzt hier weiter? Nö, wir können jetzt hier aber nicht weiterlaufen. Schade. Wie komme ich denn jetzt hier an dem Zug vorbei? Ach, ich muss jetzt einmal außen rumlaufen. Da kann man natürlich hier seinen Unfug mit betreiben, dann mit der Handbremse und so. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied für die KI-Züge, ob man da jetzt eine Handbremse anlegt oder nicht. So, laufen wir einfach mal da vorne hin. Was haben wir hier? Das sind ja irgendwelche Depots. Instandhaltungswerke, so oder so ähnlich. Und hier ein Ringlokschuppen. Inklusive Drehscheibe. Vermutlich funktionsfähig ist. Wo ist denn hier die Tür? Da. Genau. Dann können wir uns hier hinsetzen. Und die Scheibe freischalten. Ja. Gehen wir mal in die andere Richtung. Ne? Nach links drehen, nach rechts drehen. Na gut, dann drehen wir mal weiter nach rechts. Und drehen und drehen und drehen. Hier hin. Das ist sehr schön, oder?
Das gefällt auch einem. So, stimmen wir mal wieder auf. Lichtschalter übrigens auch. Ja, kennen wir. Tür zu. Was ist das hier? So eine Art Waage vielleicht? So, und hier können wir natürlich reinlaufen. Hier ist aber nichts weiter abgestellt. Mit der God-Mode kann man natürlich sich hier Sachen hinstellen, wie man lustig ist. Gibt es hier vorne noch irgendwas Interessantes? Na, das ist dann jetzt mehr so Szenerie. Ja, das sieht man jetzt eigentlich auch schon nicht mehr im normalen Spiel. Da hinten ist noch eine Drehscheibe. Da können wir auch mal ganz kurz hinlaufen. Allerdings ohne Ringlokschuppen. Vielleicht stand hier früher sogar mal einer, aber das Gebäude an sich wurde abgerissen und die Gleise sind noch da. Genau. So, laufen wir mal wieder zurück auf die Bahnsteige. Wie gesagt, bitte niemals in Realität nachmachen. Never ever. Nicht auch nur für eine Sekunde. Wo fährst du hin? Nach Frankfurt. Wo fährst du hin? Auch nach Frankfurt. Sehr schön. Alle wollen nach Frankfurt. Und hier haben wir Gleis 8 und 9. Da sehe ich einen Poster. Jawohl. Wir haben sogar tatsächlich diesmal Stationen mit drauf, die so nicht auf der Karte zu sehen sind. Nicht auf der Strecke in diesem Sinne zu sehen sind. So, und auf der anderen Seite hier die guten alten Pringles, die kennt man ja. Okay, laufen wir einfach mal weiter. Dass die Unterführungen nicht ganz realistisch sind, das ist jetzt nichts Neues im TSW, ne? Ich würde sagen, wir laufen mal weiter. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Ja, ich glaube jetzt nicht wirklich, aber ich würde sagen, dann kann ich jetzt an dieser Stelle mal einen kleinen Cut machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Bahnhof wieder. Nanu, wo sind wir denn hier gelandet? Das hier ist der Rohrbach. Man kann tatsächlich diesen Haltepunkt, in Anführungszeichen, auswählen, um den zu Fuß zu erkunden. Aber wir sehen, das ist dann tatsächlich einer der Punkte, wo die Güterzüge dann hier zur Seite genommen werden. Oder wohl eher dann hier so zur Seite genommen werden und da vorne von den Hochgeschwindigkeitszügen überholt werden. So viel ist hier dann jetzt auch nicht zu erkunden, würde ich jetzt mal behaupten. Kann einmal hier drum herum laufen. Ja, aber so viel gibt es hier dann nicht zu sehen. Ein bisschen was aus abgestellten Einsatzfahrzeug ist hier. Straße. Ja, also Rohrbach hat jetzt, sagen wir mal, nicht so extremst viel zu bieten, um es mal nett ausgedrückt zu sagen. Daher springen wir mal lieber nach Burgsinn, zum Burgsinn-Personenbahnhof und haben da wenigstens ein bisschen was zu sehen. Da sehen wir sogar einen Güterzug, der da gerade heran naht. Wir können mal gucken, ob wir schnell genug sind, dass wir den hier auf der Brücke noch erwischen und da so ein bisschen Trainspotten. Na, ich komme nicht auf die Brücke. Schade. Dann einmal auf den Bahnsteig. Und jetzt auf die Brücke. Yes, das klappt. Können wir sogar hier hoch? Das geht auch. So, wo ist er? Da ist er. Ja, irgendwie die falsche Position, ne? Da links rauschen die Schnellzüge vorbei. Sehr schön. Das ist typisch Deutschland. Interessante Uhr. Ja, sonst ist hier aber halt auch nicht so viel. Hier halten halt Regionalzüge, aber wir haben, glaube ich,
diese Regionalzüge nicht. In echt sind es, glaube ich, Flirt 1er, der. Boah, welche Eisenbahngesellschaft denn? Der HLB? Ich weiß es nicht. Dann erkunden wir einfach mal Fulda. Und ja, der ICE steht hier. Warum auch immer dann Not in Service steht, weiß ich nicht genau. Aber das hier ist Fulda Hauptbahnhof. Und ja, auch da, wie gesagt, wer es kennt, gerne mal in die Kommentare rein. Der ICE fährt nach Lübeck. Hier haben wir eine Streckenkarte. Da vorne ist ein bisschen was abgestellt. Laufen wir auch mal hier runter. Na, lassen Sie mich durch. Ist da hinten was? Nö. Ja. Hier noch so eine Art ehemaliger Güterschuppen oder so ähnlich. Da vorne eine 146. Wir laufen einmal kurz rüber. Da ein paar Busse abgestellt. Wir können ihn natürlich einsteigen und einfach mitfahren als Passagier. Das wird auch gehen. Ich weiß zwar nicht, wo genau die dann hinfährt, die 146, vermutlich irgendwo aus der Karte raus, aber bis dahin könnten wir auf jeden Fall mitfahren. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Darunter ersparen wir uns jetzt einfach mal. Aber gucken wir uns hier nochmal das Bahnhofsgebäude an und vor allem hier das Stellwerk. Können wir hier hochlaufen? Nee, schade. Ja, sehr schönes Stellwerk, oder? Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass das so ein bisschen aussieht wie ein Hund. Und zu gut allerletzt Kassel-Wilhelmshöhe. Ich habe jetzt mal so diese kleineren Überholteile auf der Strecke. Diese Ausweichgleise für die Güterzüge habe ich jetzt einfach mal übersprungen. Und ich dachte mir, das ist ein bisschen interessanter. Hier können wir zum Beispiel auf dem Parkdeck rumlaufen. Und Kassel, hier haben wir wirklich ein paar sehr, sehr schöne Möglichkeiten, ein paar ganz interessante Aufnahmen zu machen. Auch das lässt sich ganz gut mit der Realität, glaube ich, vergleichen. Das haben viele von euch bestimmt schon hier so oder so ähnlich gesehen bereits, die aus Kassel kommen. Der Wagen ist aber ein bisschen eingedellt hier, ne? Naja, selbst schuld, wenn man so ein Auto fährt. Man merkt, Grau, Schwarz und Weiß sind auf jeden Fall in Mode, was die Lackierereien so angeht. Und hier können wir natürlich auch dann runter. Diese Zwischenplattform, hier auch mit Bahnsteigsanzeigen, die auch funktionieren. Dann können wir hier auch runter. Ich bin mir sicher, das hat irgendeinen historischen Zweck, warum das hier so breit und halt ohne Treppen ist. Bestimmt war das mal so, dass hier auch früher vielleicht in irgendeiner Form auch Güter häufig hin und her hoch und runter gefahren worden sind, um die dann hier irgendwo zu verladen. Aber das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit der Geschichte des Bahnhofs nicht aus. Auch wenn der Bahnhof eigentlich vergleichsweise neu aussieht, ne? Also na, vielleicht ist es wirklich in Anführungszeichen nur wegen der mobilitätseingeschränkten Menschen, um denen den Zugang zu erleichtern. Was aber natürlich auch eine sehr edle Sache ist, sich um solche Sachen, sich um diese Menschen auch zu kümmern. Da es ja keinerlei Rechtfertigung dafür gibt, diese Menschen einzuschränken. Was ist das? Achso. Schön, also bringt das echt was? Bringt das was, dass es hier so steht? Warum steht das nicht das Schild auf der Seite? Ist das realistisch? Bestimmt. Na gut, so, eine kleine Erkundung der Bahnhöfe, das war's auch. Ich danke euch allen fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.